Zack, und zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur vorletzten Episode der FIFA 17 Potential Rating Prediction. Heute also die vorletzte Episode, wer nicht weiß, warum ich das gerade gesagt habe, der schaut sich bitte einmal das Video an, was ich heute Mittag hochgeladen bzw. freigegeben habe. Da wird alles ein bisschen genauer erklärt und mehr möchte ich auch gar nicht drum rumschnacken. Wir kommen direkt erstmal zur ersten Karte hier und zwar ist das Marco Asensio, der ehemalige Spieler von Espanyol Barcelona, jetzt mittlerweile bei seinem Stammverein zurück in Madrid und direkt in seinem ersten Spiel hat er auch direkt ein richtig schönes Tor geschossen und zwar mit einem Lupfer. Real hat er 3-0 gegen Sociedad gewonnen und er war auf jeden Fall ein wichtiger Faktor. War auch schon ein Spiel von Espanyol, definitiv einer der besten und wichtigsten Spieler und ich denke auch bei Real Madrid könnte er eventuell den Abgang von Isco oder von James Rodriguez gut kompensieren. Er ist talentiert bis zum geht nicht mehr. Und ich denke, Zidane wird einiges aus ihm rausholen können. Ich hoffe es zumindest für ihn. Das Rating seht ihr hier schon auf 79 hochgepusht, beziehungsweise mehr oder weniger korrigiert. 78 Tempo, das auf jeden Fall angebracht, denn er ist deutlich schneller als 68 Tempo. 70 Shooting, 79 Passen, 83 Dribbling. Die große Frage ist, wird er Zehner bleiben oder wird er eventuell linker Mittelfeldspieler? Denn auch das könnte sein, weil in seinem ersten Spiel hat er direkt auf dem linken Flügel gespielt. Von daher müssen wir da noch ein bisschen abwarten. Aber auf jeden Fall sieht der richtig, richtig promising, also vielversprechend aus. Nicht nur in FIFA, sondern auch in Realität. Ist, denke ich mal, eine sehr, sehr interessante und sehr, sehr gute Karte in Ultimate Team und deswegen können wir uns auf den, denke ich mal, nur freuen. Wenn euch diese Karte bzw. das Video gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben, da würde ich mich darüber freuen. Videobeschreibungen sind Links zu einmal Instagram, Twitter, Facebook, Snapchat, die Social Medias und ihr könnt dort auch FIFA 17 kaufen, wenn ihr Bock drauf habt, würde ich mich drüber freuen über meinen Amazon Raffling. Wir kommen zur zweiten Karte und das ist heute Gianluigi Donnarumma, der ehemalige Superstar in der Jugend von Milan und mittlerweile der absolute Superstar im Tor. Der sah Milan. Letztes Jahr in FIFA hat es ihn zumindest in Ultimate Team noch nicht gegeben. Er wurde dann im Winter irgendwann hinzugefügt und das auch vollkommen zu Recht, denn mit 17 Jahren ist er mittlerweile schon der Stammtorwart der Mailänder und zeigt überragende Leistungen. Er hat natürlich unter anderem jetzt gerade erst im letzten Spiel gegen Turin im ersten Spiel der Saison einen Elfmeter gehalten, in der 90. Minute damit den Sieg festgehalten für Milan. Das heißt, eventuell sehen wir auch einen Inform diese Woche, obwohl er zwei Gegentore kassiert hat. Ich bin gespannt. Aber nichtsdestotrotz hat er von mir jetzt ein 76er Rating bekommen, einfach aufgrund dessen. Er hat in Head-to-Head momentan 73 Rating, das ist in meinen Augen zu niedrig. Er spielt eine richtig, richtig starke Saison letztes Jahr, obwohl Milan nicht so stark war, hat jetzt eine gute Vorbereitung gemacht und auch im ersten Spiel überzeugend gehalten. Von daher mit 17 Jahren 76 ist auf jeden Fall ambitioniert. Aber ich denke mal, wir sehen halt den nächsten Buffon heranreifen, der für Italien auf jeden Fall eine wichtige Rolle irgendwann mal spielen könnte. Er ist ein absolutes Monster und ich bin ein bisschen neidisch. Ich bin 3 Jahre älter als er und das ist schon ein bisschen erniedrigend, wenn man sieht, was der mit 17 Jahren schon für eine Karriere gerade am Hinlegen ist. Schreibt mir eure Meinung dazu in die Kommentare, wenn ihr noch irgendwelche Spiele habt, die ihr unbedingt in der letzten Episode sehen wollt von dem FIFA 17 Ready Prediction, schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare und wir kommen ohne Umschweife zur dritten Karte und das ist der ehemalige Hoffenheimer Roberto Firmino. Letztes Jahr 82er Rating, 76 Tempo, 76 Shooting, 78 Passen, 84 Dribbling. Nächstes Jahr, beziehungsweise in FIFA 17, 77 Tempo, 78 Shooting, 79 Passen, 85 Dribbling, 71 Physis. Sieht sehr, sehr stark aus, muss man ganz ehrlich sagen, hat sich in seinem ersten Jahr in der Premier League ziemlich gut bewiesen. Er war eventuell der beste Spieler bei ganz Liverpool, wenn man mal so sieht, was sie teilweise für Einkäufe gemacht haben, wie die einfach nicht überzeugt haben. Er hat ziemlich überzeugt, hat eigentlich immer recht gut gespielt, hat solide Scorerleistungen gebracht und von daher denke ich mal, dass ein kleines Upgrade für ihn auf jeden Fall angemessen ist. Man muss schauen, wie Liverpool die Saison so spielt. Bisher ging es ja ein bisschen durchwachsen los. Ein 0 zu 2 war es jetzt am letzten Spieltag, ich meine, gegen Burnley. Ja, gegen Burnley müsste es gewesen sein. Davor ein 4 zu 3 Sieg gegen Arsenal. Also man weiß noch nicht so wirklich, wo wird Liverpool landen am Ende der Saison. Vielleicht habt ihr auch dazu eine Prediction. Schreibt sie mir dann auf jeden Fall mal in die Kommentare. Für Mino ist mit dem 83er Rating definitiv gut aufgehoben. Ist für mich einer der vielversprechendsten und besten Spieler bei Liverpool. Und ich bin gespannt, was Klopp in den nächsten Monaten noch so aus ihm rauskitzeln kann. Wir kommen zur vorletzten Karte für diese Episode und zur siebtletzten Karte in den ganzen FIFA 17 Rating Predictions. Und zwar zu Kelechi Iheanacho, dem Manchester City Youngster. Er hat momentan ein 70er Rating, wurde allerdings bereits korrigiert von 67. Dementsprechend war das schon ein kleines Upgrade. In der Twitter momentan 73. Ich sehe ihn allerdings schon als Goldkarte nächstes Jahr als 75er Rating. Er hat bereits in seinem ersten Ligaspiel jetzt, das war das 4 zu 1 gegen Stoke City. Das war das erste Ligaspiel, nee, das war das zweite Ligaspiel. Da hat er bereits einen Assist geliefert nach der Einwechslung, hat er sehr stark nach seiner Einwechslung agiert und ich denke mal, dementsprechend kann man da schon sein Potenzial erkennen. Auch letzte Saison hat das mehr oder weniger gezeigt, hat sich hinter Aguero als zweite Spitze, sogar vor Wilfried Boney, ambitioniert durchgesetzt und dahingestellt und ja, quasi einen der Top-Stürmer der vergangenen Premier League-Jahre, den Topscorer 2014 war es, glaube ich, im gesamten Jahr 2014, keiner mehr Tore gemacht als Boney, den hat er auf jeden Fall verdrängt und das ist schon mal eine Leistung mit seinen gerade mal 19 Jahren. Und
und dementsprechend könnt ihr mir vorstellen, dass auch der eine 75er-Karte bekommt, einfach auch, es ist Premier League, es ist Hype und es wäre in gewisser Weise auch gerechtfertigt. 87 Tempo, 74 Shooting, 60 Passen, 76 Dribbling, 69 Physis, sieht sehr, sehr solide aus, wird, denke ich mal, overpowered sein, wie sonst was, gerade auch im Karrieremodus, als sehr, sehr junger Spieler, hat seinen Vertrag bei City verlängert und ich denke mal, an dem werden die Citizens noch einiges an Spaß haben, denn er könnte irgendwann Aguero beerben, das Talent dafür hat er auf jeden Fall, wenn er weiter an sich arbeitet, könnte das einer der besten Stürmer der ganzen Premier League werden. Wir kommen zur letzten Karte für diese Episode und dem einzigen deutschen Spieler heute, den ich nochmal hervorheben möchte und das ist eventuell einer meiner lieblingsdeutschen Spieler und zwar Thomas Müller. 86er Rating letztes Jahr, mal wieder in meinen Augen zu niedrig bewertet als rechter Mittelfeldspieler, allerdings haben sie dann korrigiert und ihn als Mittelstürmer rausgebracht und auch Mittelstürmer sollte er im nächsten Jahr in meinen Augen werden. Nee, warte mal. Aber erst Mittelstürmer, da haben sie einen Position Change auf rechtes Mittelfeld, glaube ich, gemacht, ne? Wie auch immer. Auf jeden Fall sollte normalerweise Mittelstürmer sein. Und da hat er meinen Augen 88er Rating verdient. Das ist das gleiche wie Lewandowski. Allerdings habe ich ja bereits gesagt, okay, ich kann mir vorstellen, Lewandowski ein bisschen korrigiert auf 89. Müller auf jeden Fall in meiner Augen trotzdem auf dem ähnlichen oder gleichen Level wie Lewandowski, einfach weil der noch viel mehr Vorbereitungsqualitäten hat, der Thomas. Und 79 Tempo, 87 Shooting und 82 Passen mit 80 Dribbling sehe ich dafür angemessen. 74 Physis. Er ist Jahr für Jahr ein Topscorer der Bundesliga. Eventuell mit der wichtigste Spieler Nationalteam und auch wenn er bei EM nicht so gute Leistung gemacht hat, in der Saison war er hinter Lewandowski der zweitbeste Torschütze und eine absolute Granate. War er der zweitbeste Torschütze? Ich glaube schon, bin mir nicht ganz sicher, aber nee, Aubameyang war der zweitbeste, aber ich glaube, dann kam Müller. Also war auf jeden Fall eine unglaubliche Saison, die er wieder gespielt hat und dementsprechend wäre das Upgrade auf 88 und damit der beste deutsche Spieler zusammen mit eventuell Boateng zumindest mal angemessen, denn das ist ja einfach, da kann man mir erzählen, was man möchte, es gibt keinen Reus, der besser ist, Reus ist vielleicht auf dem gleichen Level, aber in meinen Augen sogar noch ein bisschen mehr drunter. Ihr könnt mir gerne mal eure Meinung in die Kommentare schreiben, normalerweise wird Müller ja immer so ein bisschen belächelt, aber ich glaube, das ändert sich gerade auch ein bisschen in Deutschland, denn der ist einfach extrem gut und extrem wichtig und man sieht es bei der EM, wenn der mal gerade nicht in Form ist, dann sieht es für Deutschland auch nicht mehr ganz so toll aus in der Offensive, deswegen für mich sehr wichtig, sehr gut und 88. Das war's von dieser Episode. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, würde ich mich drüber freuen. Checkt die Social Media Links ab, kauft FIFA 17 in der Videobeschreibung, wenn ihr es noch nicht getan habt. Es wird sich auf jeden Fall lohnen, was wir noch ergänzt haben gesehen haben. Sah ja schon sehr, sehr promising aus. Das war die vorletzte Episode der FIFA 17 Rating Predictions. Wenn ihr noch irgendwelche Wünsche habt, haut sie in die Kommentare und wir sehen uns dann nächsten Mittwoch bei der letzten Episode wieder. Bis dann, wunderschönen Tag noch, macht's gut, passt auf euch auf, haut rein und ciao.